Kanzleramtsminister Helge Braun von der CDU hat Einschränkungen für Nicht-Geimpfte ins Spiel gebracht und damit Kritik und Skepsis ausgelöst, auch in der eigenen Partei. Braun sagte der Bild am Sonntag, Zitat, Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte, Zitat Ende. Bei hohem Infektionsgeschehen, trotz Testkonzepten, müssten Ungeimpfte die Zahl ihrer Kontakte vermindern. Das könnte laut Braun bedeuten, dass gewisse Freizeitangebote selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, zum Beispiel Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche. Braun befürchtet dem Bericht zufolge ein Ansteigen der Inzidenz bis zur Bundestagswahl im September auf 850. Das würde etwa 100.000 Neuinfektionen täglich entsprechen. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet wies den Vorschlag Brauns zurück. Das Prinzip getestet, genesen oder geimpft sei gut, sagte Laschet. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki kritisierte Brauns Vorstoß als, so wörtlich, verfassungswidrig. Es handele sich um eine Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt derweil weiter an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Wert zuletzt bei 13,8.